Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Repaint-Tutorial hier auf meinem Kanal. Und zwar wollen wir uns heute den neuen Iveco Evadis vornehmen. Dazu gehen wir in den Ordner OMSI2 Vehicles Iveco-Evadis-Line, dann in den Ordner Textur und dann gibt es hier die Repaint.png. Die können wir uns hier schon mal direkt kopieren. Mit Steuerung 10 in Zwischenspeicher legen. Dann müssen wir hier in den Ordner Repaints. Hier machen wir einen Rechtsklick auf Neu, einen neuen Ordner. Und der soll bei mir jetzt DB heißen. Erkläre ich gleich warum. Jetzt gehen wir da rein und fügen hier unser Repaint ein. Das brauchen wir eigentlich noch gar nicht aufmachen. Eigentlich wollte ich es umbenennen. Und zwar soll es auch DB heißen. Warum DB? Ich habe mir gedacht, es gibt ja den Iveco Crossway LE und jetzt möchte ich gern die beiden Ivecos so im, ja, Corporate Design, hätte ich beinahe gesagt, haben. Also sie sollen, möchte ich nachher beide nebeneinander stellen und die sollen sich möglichst ähnlich sehen. Und deshalb habe ich mir hier also einmal den Crossway aufgemacht und nehme mir, mach mal das hier schon mal auf. Als, naja, als Vorlage sozusagen. Wer hier gerade die Radkappentextur gesehen hat, da gibt es unten in der Videobeschreibung einen Link zur Mod, die Iveco-Radkappen für den, ja, Crossway LE. Der Evadis hat ja schon Radkappen dran. Hier öffnen wir mal die db.png. Jetzt brauchen wir hier auf alle Fälle erstmal die Farbe. Die können wir uns ja am besten vom Dach nehmen, da wo keine Schatten drauf sind. Und dann gehen wir hier rein. Und dann können wir hier eigentlich auch schon anfangen. Ich mache das mal so, dass ich mit dem Zauberstab hier mit Shift gedrückt den Hintergrund markiere, sodass wir hier nicht den Hintergrund vollmalen. Macht zwar eigentlich keinen großen Unterschied. Beziehungsweise ich mache mal hier die Toleranz ein bisschen hoch. Na, nicht so hoch. Da, so dass die Fenster hier noch mit außerhalb des Bereichs sind. Kann ich das hier noch ein bisschen runterstellen? Mal gucken. Nee. 60. 60 muss es sein. Also 60 ist hier die Grenze. Sind halt hier die Fenster mit markiert und so weiter. Jetzt ist der Clou, Steuerung I kehrt die ganze Auswahl um. Jetzt können wir, wenn wir hier irgendwas bearbeiten, nur noch auf dem weißen, beziehungsweise hier auf dem schwarzen arbeiten. Und ich guck mal, wie wir das machen wollen. Ja, mal gucken. Ich sag mal, wir machen das so. Wir nehmen uns jetzt hier trotzdem eine neue Ebene, nennen die Hintergrund, also hier ist der Hintergrund und die hier nenne ich immer gerne Lack. Und dann gehen wir hier mit unserem Rechteck Fenster, Füllmodus, Tool, Gedöns hin. Und könnten jetzt theoretisch hier oben einmal komplett. Ha, nee, können wir noch gar nicht, weil wir müssen erstmal den Hintergrund hier mit Doppelklick und auf Multiplizieren stellen. Dann können wir das hier so ausmalen. Würde ich aber noch nicht empfehlen, weil hier oben die Kante, die würde ich halt schon ganz gern schwarz lassen. Hier habe ich mich bewusst dazu entschieden. Achso, natürlich auch noch auf die richtige Ebene wechseln, ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen. Also natürlich wieder auf die Lackebene wechseln. Aber trotzdem. Ah ja, genau, dann bleibt ja auch die Kante schwarz. Ha! Jetzt können wir das hier einfach dahinter packen. Und alles das wird so bemalt, wie ich es haben möchte. Das können wir noch ein bisschen runterziehen. Wir lassen mal die Kanten hier unter der Tür einfach weiß. Weil ich das möchte. Gut, dann haben wir das. Dann können wir hier die andere Seite. Hier können wir großflächig arbeiten. Das ist gut. Das macht es einfach. Hier aufpassen, dass wir hier nichts vergessen. Dann ist das hier oben höchstwahrscheinlich die Klimaanlage. Die nehmen wir natürlich auch mit. Die Stangen für die Spiegel sollten natürlich auch in Wagenfarbe sein. Und die Front. Hier sieht man jetzt natürlich den Unterschied. Deshalb will ich das auch einfach mal
Ja, dann fällt das nicht so auf. Dann mache ich das hier auch. So, zack. Dann ist halt das alles ein bisschen dunkler. Dann sind hier noch irgendwelche Gitter. Auf die ziehen wir das mal gleich mit. So. Das Dach, da müsste ich jetzt gucken. Der hat es hier rot. Also wenn es nach mir ginge, würde ich es ja fast weiß lassen. Aber es geht nicht nach mir. Also. So. Was haben wir hier noch? Noch mehr Klimaanlagenteile anscheinend. Also auch mit Rot machen. Habe ich das hier vorhin auch mit Rot gemacht? Nee, okay. Ja, ansonsten war es das hier eigentlich erstmal. Da brauchen wir eine Ebene, die nennen wir Aufkleber. Die packen wir nach ganz oben. Also, dann haben wir hier Aufkleber, von oben nach unten gesehen Aufkleber, Hintergrund Lack. So soll es sein. Und dann können wir hier zum Beispiel vom Heck mal diesen Schriftzug kopieren und den hier aufs Heck packen. Nee, machen wir mal nicht auf die Aufkleberebene. Es ist, glaube ich, einfacher, wenn wir diese Sachen hier mit auf die Lackebene machen. Dann passt das farblich direkt zusammen. Jo, das passt besser. Da sieht man da keine Trennkante mehr. Da brauchen wir vielleicht die Aufkleberebene gar nicht. Das gleiche machen wir hier mit den Aufklebern an der Front. Hier muss man halt sehen. Hier könnte man jetzt mit dem Zauberstab arbeiten. Und sagen wir mal so. Nee, okay. Machen wir es andersrum. Kopieren wir das hier erstmal großflächig auf ein neues Bild. Also mit Steuerung N könnte man hier ein neues Bild anlegen. Und dann können wir hier mit dem Zauberstab. Ah, ist ja genau das, was ich wollte. Machen wir mal lieber auf 50%. Dann haben wir das alles. Und jetzt, das hätten wir hier mit dem DB-Logo auch machen können. Und jetzt können wir das hier auf die Front packen. Auf die Aufkleberebene. Dafür brauchen wir die Aufkleberebene. So, das machen wir mal. Wo ist das hier bei dem? Es fängt über dem Scheinwerfer an. Ja, wir machen es mal hier hin. Und auf der anderen Seite gibt es noch den Weser-Ems-Bus, weil ich jetzt keinen Bock habe, die Font rauszusuchen. Auch das einmal kopiert. Wir können auch ein neues Bild wieder anlegen. Hier einfügen. Dann mit dem Zauberstab wieder in den Hintergrund. Aufpassen, dass man hier nichts. Achso, mit Shift gedrückt halten diesmal, weil es hier halt Innenräume gibt. Könnte man jetzt noch die Toleranz ein bisschen runterstellen. Ich lasse die aber mal bei 50. Ja, das sieht ganz gut aus. Dann wieder Steuerung I, Steuerung C. Und auch hier einfügen. Kann man es ein bisschen kleiner ziehen. So. Ich glaube, das sieht ganz cool aus. Ich habe die Befürchtung, dass das Repaint ein bisschen dunkel geworden ist, aber es sieht hier halt auch ziemlich dunkel aus. Da brauchen wir noch den DB-Keks, den berühmt-berüchtigten. Den kopiere ich auch einfach mal raus. Den machen wir nicht auf die Aufklebeebene, den machen wir hier wieder auf den Lack. Und der kommt erstmal auf der Fahrerseite hier irgendwo mittig hin. Da. Ich habe beschlossen, er kommt dahin. Ist ja jetzt auch eigentlich ein fiktives Repaint. Und hier kommt er. Ja, da unter das Fenster irgendwie. Hier kommt er dahin. Oder hier so mittig über die Klappe. Ja, das sieht gut aus. So, dann haben wir jetzt eigentlich alles. Wir haben das Logo am Heck. Wir haben hier das. Da steht nochmal Weser-Ems-Bus. Was ein bisschen schwer zu kopieren. Wir machen erstmal das hier. Aus Aurich kommt er. Der hier kommt auch aus Aurich.
Bei dem steht es aber, nee, bei ihm steht das hier. Habe ich beschlossen. Ich finde, das sieht ganz cool aus, wenn das da unten steht. Das fetzt. Dann ist hier noch so ein kleines DB-Logo. Ha, das können wir hier natürlich auch wunderbar irgendwo hin platzieren. Wir machen das mal. Nee. Das hier auf dem schwarzen können wir wieder auf die Aufkleberebene packen. Ich mache das jetzt einfach mal dahin. Mal gucken, ob das da so passt. Und jetzt müssen wir noch diesen Schriftzug hier, Weser-Ems-Bus. Müssen wir natürlich im Idealfall einfach wissen, was das für eine Font ist, ne? Weser. Hier habe ich noch irgendwas markiert. Ja, Weser-Ems-Bus. Also Kalibri ist es ganz sicher nicht. Um 36, 48. 48 ist schon mal die richtige Schriftgröße. Also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es einfach Arial ist. Arial in Fett. Und dann doch 36. Arial Bold. Dann aber nicht in Fett. Ach, das macht hier keinen Unterschied. Schön ist es nicht, ne? Arial Rounded, um Gottes Willen. Also ich bin eigentlich für Arial Black. Das kommt dem am nächsten. Aber das Kursive ist halt zu kursiv. Aber ich glaube, das merkt keiner, oder? Das merkt keiner. Habe ich jetzt beschlossen, das merkt keiner. Gut, das kommt also hier hinten nochmal aufs Fenster. Dann machen wir es wirklich aufs Fenster her, ne? Eigentlich wäre hier hinten auch genug Platz, das dahin zu schreiben. Wir machen es aufs Fenster. Einfach um zu zeigen, dass es geht. Nehme ich jetzt mal hier die weiße Schrift und sage hier Weser-Ems-Bus. Das könnte ein Stückchen größer. So was wie 48, das reicht schon. Ich sitze hier irgendwie mittig auf diese Klappe da. So von dieser Klappe mittig. Und, ups. Und dann gehen wir einmal hier raus. Und gehen hier hin. Und dann nehmen wir uns wieder diese Klappe hier. Ne, das ist gar nicht die. Direkt hinterm Radkasten. Okay. Also müssen wir uns praktisch so. Bis hier geht die andere Klappe. Also sagen wir hier wieder. Weser, Ems, Bus. Wie hoch war das da oben? So, ne? Ich bin dafür, dass es gut aussieht. Können wir jetzt, wenn wir hier schon mal ganz dreist dabei sind? Nee, können wir nicht. Machen wir natürlich was, was man eigentlich nicht machen sollte. Und zwar. Ups. Ja, nehmen wir uns hier einfach mal das Kennzeichen. Auch noch mit dazu. Das hilft uns jetzt hier natürlich. Ihr solltet das nach Möglichkeit eher nicht machen. Ich mache hier erstmal ein neues Bild wieder draus. Weil wir hier den Hintergrund entfernen müssen. Ta ta ta. Ah ne, nicht mit Shift, sondern einfach nur mit dem Zauberstab. Hier einmal den Hintergrund entfernen. Steuerung A, Steuerung C. Kopiert und hier in unser Template eingefügt. Ist das natürlich ein bisschen. Achso, und dran denken, hier auf der Aufkleberebene sein, ne? Es wird jetzt hier natürlich so ein bisschen so semi-optimal, wenn ich das jetzt hier größer ziehe. Aber besser geht's wohl nicht. So. Was haben wir gesagt? Aus Aurich, ne? Hab ich hier irgendwo gelesen. Dann nehmen wir uns hier mal unsere coole Kennzeichenfont. Wenn ich dran denke, dann gibt es die in der Videobeschreibung.
Die hieß irgendwie Europlate. Also das kann man schon mal bis E scrollen. Da, Europlate. Alles klar. Also Aurich. Natürlich sollte man in Schwarz schreiben. Und hier auch auf der Aufkleberebene. Aurich. Nicht kursiv. Dann sagen wir einfach DB 215. Keine Ahnung. Habe ich mir jetzt so ausgedacht. Noch ein bisschen größer. Ups. Was kann das? Habe ich auch noch nie drauf geklickt. Brauchen wir aber nicht. Ist okay, würde ich sagen. Wir machen das aber mal so, da das Kennzeichen ein bisschen in die Höhe gezogen ist. Will ich das jetzt auch ein bisschen in die Höhe ziehen? Einfach nur, damit es nicht so falsch aussieht. Jetzt kann ich hier Shift gedrückt halten? Nee, kann ich nicht. Guter Hinweis. Also das hier markieren, dann hinzufügen und das hier markieren. Und dann können wir das über diese hier einfach ein bisschen größer ziehen. So, sieht zwar ein bisschen. Oh ne, das darf ich nicht machen. Sieht zwar ein bisschen gestreckt aus. Aber ich denke mal, das kann man so durchgehen lassen. Jetzt ist hier natürlich so eine blöde Kante. Ach, ist auch nur Gefusche heute wieder. Zack. So. Jetzt sollten wir unser DB Repaint eigentlich fertig haben. Also einmal speichern. Speichern als PDN hier bei Texture Repaints DB. Passt. Einmal gespeichert, dann bleiben hier die Ebenen erhalten. Jetzt nochmal mit Steuerung Shift S oder mit Datei speichern unter. Hier wieder PNG war es, glaube ich. Auswählen. Ja, genau. PNG. DB.png. Speichern. Ja, wir wollen die Datei ersetzen. Okay. Und zusammenfassen. Jetzt sind natürlich erstmal hier die Ebenen weg. Jetzt können wir das hier schließen. Das wollen wir nicht speichern. Das kann auch zu. Ach, das kann alles zu. Eigentlich kann ich hier schließen und sagen, die möchte ich alle nicht speichern. Gut. Jetzt sind wir hier beim EVADIS und jetzt müssen wir uns mal angucken, wie die anderen Repaints aufgebaut sind. Also gehen wir hier zurück, gucken uns das hier mal an. Okay, hier gibt es noch Wheels. Achso, das ist unseres. Gray gibt noch Seat und Wheels. Wie sehen denn die Seat und Wheels original aus? Haben wir einmal Seats? Ja, okay. Und Wheels. Also sieht jetzt auch nicht so schlimm aus. Also man könnte jetzt hier auf die Sitze noch dieses DB-Muster machen. Also das hier ist der Boden, bin ich der Meinung. Und das ist die Sitzfläche. Das ist die Sitzrück-, also die Rückseite vom Sitz. Komm, der Vollständigkeit halber machen wir das nochmal. Aber wir nehmen das mal von hier irgendwo. Sieht zwar gleich aus, was ich auch nicht verstehe. Aber machen wir hier DB und sagen. Ach, das lassen wir als Seats. Und wir nehmen uns auch die Wheels. DB. So, der Vollständigkeit halber. Seats. Müssen wir mal gucken, ob wir hier eine Sitztextur finden, damit wir. Ah, alles da. Nehmen wir erstmal dieses hier. Und sagen hier eine neue Ebene. Ja, die packen wir mal dahinter. Und dann schneiden wir das hier aus. Einfach entfernen. Ups. Die Ebene natürlich auswählen. Einfach entfernen. Auf die Hintergrund-, auf die dahinter gehen und einfügen. Hier können wir die Größe beibehalten. Und dann müssen wir das hier mal kräftig stauchen. Ha. Also Augenmaß habe ich ja. Das ist ja eine wahre Pracht. So. Dann haben wir das schon mal. Und den Boden?
Wie machen wir den Boden? Dann kann ich das hier schon mal zumachen. Da gucken wir nochmal hier. Sind wir jetzt einfach mal ganz dreist. Und gucken mal, ob wir hier im Crossway noch irgendwie Bodentextur finden. Was ist das? Das ist der Boden? Nee, die haben ja da keinen so einen Teppich drin. Nee, keine Bodentextur zu finden. Komisch, ne? VDV, Material. Das sieht natürlich cool aus hier. Fenster. Besen. Hä, bin ich blind? Ach hier, das ist der Innenraum. Das sind die Seiten. Das ist natürlich cool, dass das so gebaked ist, ne? Henning, muss es doch aber auch einen Innenboden geben. Kann mir doch keiner sagen. Wo waren jetzt die Seiten? Da. Innen 2. Ne, das ist irgendwo Himmel. Mann, jetzt möchte ich das aber wissen. Oder ist das da der Boden? Nehmen. Hatte der das als Boden drin? Das kann ich mir bald nicht vorstellen. Iveco Rollo. Oder ich sehe es einfach gerade nicht. Vielleicht bin ich auch gerade ein bisschen. Bisschen blind, innen 1. Irgendwie würde ich ja das hier als Boden nehmen. Das nehme ich jetzt auch. Das packe ich jetzt hier einfach drüber. Beziehungsweise hier auf die Hintergrundebene gleich rauf. So. Aber schön ist die Lösung auch nicht. Weil halt da so Schatten drauf sind, ne? Ja, cool, wenn man noch eine richtige Bodentextur hätte. Ach, wir lassen die Bodentextur so, wie sie ist. Das passt ja irgendwie zu dem Muster hier, zu dem DB-Muster. Hier würde ich einfach vorschlagen, die Ebenen zusammenzuführen. Das macht auch keinen Unterschied. Dann können wir das einmal so abspeichern. Dann können wir hier alles soweit schließen. Dann gehen wir hier wieder in unseren Everdies rein. Und dann kopieren wir uns hier einfach irgendwie die grau.cti. Die nennen wir um in db. Das ist übrigens nicht zwangsläufig erforderlich. Ja, hier könnte man jetzt natürlich. Das nehme ich aber mal weg. Und hier nennen wir das db. Oh, hier gibt es einen Haufen Set-Variablen. Eieiei. Das nennen müssen wir natürlich auch alles db nennen. db, db. db und dann heißt die Datei auch db.png und die heißen Seats und Wheels und alles andere. Wheels 1, Rearhook, ich würde sagen, alles andere, das lassen wir spaßenshalber einfach mal. Dann haben wir unser Repaint erstellt. Wir gucken noch mal ganz kurz, ob wir hier alles richtig geschrieben haben. Also wir haben db. Der Ordner heißt db, db.png, das ist unser Repaint, unser Farbschema 1. Dann haben wir seats.png und wheels.png. Passt. Können wir uns unser Repaint also in OMSI angucken. So, und hier in OMSI sehen wir dann, dass das soweit geklappt hat. Ich frage mich nur, der Spiegel hat gar keine roten Stangen. Ist okay. Ja, das hier hat geklappt. Den DB-Aufkleber, den könnte man jetzt einfach noch ein bisschen tiefer setzen, dann würde es gar nicht auffallen. Und hier habe ich übrigens zum Vergleich mal den Crossway daneben gestellt. Ich finde farblich, der Crossway spiegelt irgendwie fast gar nicht. Also dagegen spiegelt der hier natürlich viel, viel mehr, ne? Und farblich, ich habe zwar die gleiche Farbe genommen, aber gerade wenn man sich das Dach anguckt. Also, ihr habt gesehen, dass ich die gleiche Farbe rüber kopiert habe. Naja, egal. Ja, von hinten. Der Schriftzug ist ein bisschen zu groß geraten. Egal. Das hier ist eigentlich auch ganz cool geworden. Weser-Ems-Bus, ne? Das steht da halt unter dem Klappfenster. Ja. Ansonsten würde ich sagen, ist das doch ein ganz gelungenes Repaint. Am Schluss möchte ich noch darauf aufmerksam machen, dass das natürlich
eigentlich grundsätzlich nicht gestattet ist, solche Elemente von anderen Repaints zu nehmen. Also, ich meine, es macht am Ende vielleicht auch keinen großen Unterschied, ob ihr nun das Logo googelt und dann verwendet oder ob ihr ja das von dem anderen Repaint rüber kopiert. Ja, wie gesagt, also nur, dass ich es mal erwähnt habe. Ne? Dann würde ich sagen, war es das mit dem kurzen oder etwas längeren Repaint-Tutorial? Dann würde ich sagen, viel Spaß beim selber Repainten und bis zum nächsten Tutorial. Tschüss!